Handel mit Hundewelpen. Das Motto: Wühltischwelpen, nein danke. Das richtete sich gegen dubiose Züchter und Händler. Thorsten verkauft Hundewelpen zu Billigpreisen. Das ist den Tierfreunden ein Dorn im Auge, denn die Welpen stammen aus osteuropäischen Qualzuchten, so die Tierschützer. Viele Tiere seien außerdem krank. Bereits in der Vergangenheit war der Hundehof Thorsten in die Schlagzeilen geraten. Eine Demonstrantin hatte vor Jahren im Hundehof gearbeitet. Es war ein Berg von toten Tieren in meiner Höhe. Und es waren an dem Tag zum Beispiel, wo ich da gearbeitet habe, 5 Tiere verstorben. Und die wurden wirklich einfach auf diesen Berg toter Tiere geworfen. Der Tierhändler wollte sich zu den Vorwürfen der Demonstranten nicht äußern. In Thorsten haben 3 betrunkene Jungen zwischen 15 und 16 Jahren in der vergangenen Nacht ein Auto